So, ich habe mich zwischendurch geduscht und gelegt. Wir machen weiter mit Terra Invictus. Terra Invicta, Terra Invictus, Terra Invicta, nicht Invictus. Ich hoffe, wir sind jetzt genau da, wo wir aufgehört haben. Ich habe gesehen, das Solarmodul ist fertig an der Brennus-Station von unserer Fraktion, wo ich dann theoretisch jetzt ein Labor aufbauen könnte vor Ort. Verwalten. Ach so, ja. Wenn ich natürlich in der Lage wäre, gerade so viel in den Orbit zu boosten. Was natürlich nicht geht. Also ist das erstmal erledigt und unser Ausbau auf dem Planeten geht weiter. So weit wurde es zuletzt gemacht. Und ab. Ach ja, Tempo erhöhen. Alien-Aktivitäten können Angriff genommen werden. Die Amerikaner bauen das erste nuklear-powered Submarine und verändern den Kurs der Naval-Warfare. Jetzt ist es auf uns, die Kreator des ersten nuklear-powered Spaceship zu werden. Es ist auf uns, die define Warfare in Space. Commander Fiona Iowade comments to media at Churchill Shipyards. Tja, Wissenschaftler aus vielen Teilen der Welt verstehen nur die Kernspaltung im Weltraum. Seit der Entdeckung der Kernspaltung im Jahr 1938 haben wir dieses Wissen sowohl zum Geben als auch zum Nehmen genutzt. Zum Bau von Kraftwerken und Massenvernichtungswaffen gleichermaßen. Mit jedem Jahrzehnt wuchs unser Verständnis für die Kräfte, die das Universum beherrschen, und wir konnten diesen Prozess weiter verfeinern. Doch bis jetzt brauchten Reaktoren die Anziehungskraft der Schwerkraft, um die Kettenreaktion einzudämmen und das Wasser fließen zu lassen. Ohne diesen Fluss passiert nichts, denn die Kernspaltung erhitzt Wasser. Wasser wird zu Dampf, Dampf treibt Turbinen an und Turbinen erzeugen Energie. Durch die Kombination unserer neuen Konzepte für den Antrieb im Weltraum mit unseren jahrzehntelangen Erfahrungen in der Kernspaltung sind wir nun in der Lage, die erste Kernreaktion im Weltraum zu stabilisieren. Mit unserem neuen Reaktordesign brauchen wir keine Schwerkraft mehr, um die bei der Spaltung der Atome freigesetzte Energie aufzufangen. Unsere neuen Eindämmungssysteme gewährleisten eine sichere, anhaltende Kettenreaktion in der Schwerelosigkeit. Dank dieser Errungenschaft können unsere durch Kernspaltung angetriebene Raumschiffe jetzt die dunkelsten und entferntesten Ecken unseres Sonnensystems erreichen. Kernreaktoren werden Schiffe, Waffen und Habitate antreiben und uns in die Lage versetzen, unzählige Ressourcen weit jenseits der Atmosphäre unseres Heimatplaneten zu nutzen und die Aliens in den Weiten des Weltraums zu treffen, anstatt an unseren eigenen Boden gebunden zu sein. Außerdem werden uns diese neuen Technologien dabei helfen, die nächste Generation von Feststoffspaltungssystemen zu bauen und das noch größere Energiepotenzial der Kernfusion im Weltraum zu erforschen. So, die nukleare Fusionstechnologie wird um 1 erhöht. Bufft die Welt gegen eine Energiekrise. Festkernreaktorsystem. Tja, darum sollten wir uns ja kümmern. Wir sollten ja, sobald es geht, Alien-Aktivitäten erforschen. Ein Labor bauen, da fehlt uns auch noch Material für. Beziehungsweise Boost. Vom Mission Control her wäre schon einiges möglich. Gehen wir ins Sonnensystem. Ah. Erkundungssonne. Sonne. Deshalb konnten wir sich anklicken, weil die 0,5 Boost braucht. In 19 Tagen wäre sie da. Wäre natürlich jetzt gerade Verschwendung, weil ich will ja erst die Station ausbauen. Von uns. Ich liebe ja dieses Wechseln von Interstellar zu erdnahem Orbit. Total super, wenn Spiele das haben. Kommt auch ein Strategiespiel raus, was ja auch wieder so ähnlich ist wie Planetary Annihilation, wo das auch der Fall ist, wo du Planeten kolonisieren kannst und dann wechselst du zwischen Orbit und auf dem Planeten.
Sowas hat halt ein großes strategisches Potenzial. The people will come to our side. Our case remains unheard. We've moved the needle. We have found something. Prepping for my next mission. Our associates are now in charge. So, Säuberung erfolgreich in Norwegen. Fragile Existence, das ist das, was ich meinte, ja. Wer sich übrigens fragt, was kriegsbringend in diesem Spiel, es führt eigentlich dazu, dass du in dem bestehenden Land alle, also du setzt die Regierung ab und kannst halt so gesehen die Kontrollpunkte dann übernehmen. Aber Moment. Ausländische Lebensform in Brasilien angreifen. Ready for orders. At your service. Your orders? Ready for orders. Prozent. Kannst du jetzt anfangen zu versuchen. Where do you need me? Making our case. Währenddessen können wir wieder eine Direktinvestition machen. Wir mal gucken, was es bringt. Ein Punkt in Armee aufbauen. Okay, es bringt wirklich nur einen Punkt. Public opinion is moving in our direction. Public opinion remains unmoved. Target secure. Cleaning things up. We are in control here. We still lack support. Warum hat er eine 18% Chance gehabt? Der hat mir auch über 30% angezeigt. Guten Abend, Rubber. So, die haben die Allianzen schon aufgelöst. Vor allem bringt's mir gar nichts. Weil ich kann ja... Ich habe gar nicht die Kontrollpunkte, um in den USA... irgendwas rauszuholen. Ja, kauft die Organisation. Wichtige Stimmung. In Nationen, die mindestens 6 haben, ich glaube, das ist Government.
Überzeugung in Nationen, in denen glaubt, das ist Zusammenhalt. So, da kriegen wir her Überzeugung in nicht sehr wissenschaftlichen Nationen. Man kann über inoffizielle Kanäle Einfluss ausüben. Monatliches Einkommen plus 3 auf Einfluss. Lernst du mal gut vernetzt. So, du verlierst die Eigenschaft Risikoscheu. Ach, eifrig ist eine Fähigkeit, wodurch der weniger zahlen muss für die Upgrades. Das ist doch gut. Try to sway the public. Ready for my mission. We'll make our appeal. Ready. Investigating alien site. Hat 3% Erfolgschance. So, jetzt kannst du nämlich mehrere Sachen angreifen, weil du nicht mehr die Angst hast, in diese Region zu gehen. Weil es sind so viele Alien-Aktivitäten, die noch vernichtet werden müssen. Wobei, nee, die ist gerade noch nicht. Wir müssen erstmal unsere Kontrolle wieder sichern hier. Securing our control. We've moved the needle. Public sentiment is increasingly with us. Our case remains unheard. Kannst du sie kaum halten auf so einem hohen Niveau, die öffentliche Kampagne in den USA. Komm, lass mal die USA in Ruhe. Es bringt nichts. Ich falle immer wieder zurück beim Einfluss und meine Agenten sind auch nicht gut genug in der Überzeugung, um in den USA irgendwas zu drehen. Dann geh erstmal. Ach so, geht noch nicht. Where to? Moment. Dann haben wir jetzt die Kontrolle in Norwegen. At your service. Ready for orders. Und du hast die Kontrolle in Schweden. Dann holen wir die aus der Europäischen Union raus und machen weiter mit unserer britischen Union. Tracking target. Ups, stopp. So, ihr wollt, dass ich ein Labor mache. 5% für Forschung, 3% für Bioforschung. Das ist für Materialforschung, Sozialwissenschaftsforschung. Nur im Erde-Mond-System oder auch beziehungsweise über Welt mit einer Bevölkerung 50.000 erlaubt.
So, in Zukunft sollen wir unsere Station weiter ausbauen, um weitere Module zu supporten. Wir müssen dann Orbitaltechnologie erforschen oder Orbital-Core-Projekt. Aber anscheinend sieht es so aus, als wenn wir Stationen aktuell nur so Vierer bauen können. So, wir sollen Minendaten auf dem Planeten jetzt bekommen. Und jetzt macht es Sinn, eine Sonde zu schicken, aber erst wenn wir wieder 0,5 Boost haben. Ich kann schon sehen, was die Standorte in etwa einbringen werden. Tja, wie hoch ist der Wiederspielbarkeitswert? Tut mir leid, dazu kann man nie was sagen. Auf jeden Fall ist er modbar. Also es ist schon ein Menüpunkt für Mods da. I have new information. It's somebody else's. And if it's somebody else's, sooner or later they'll use it against us. Zwischen Mars und Jupiter gibt es eine Fülle von Gesteinen voller wertvoller Elemente. Sie lassen sich in drei große Kategorien einteilen. Steinige Asteroiden enthalten mitunter mancherlei Metalle und seltene spaltbare Materialien. Kohlenstoffhaltige Asteroiden sind reich an flüchtigen Stoffen und metallische Asteroiden enthalten viele unedle und edle Metalle. Die Chancen auf Wasser steigen, wenn die Asteroiden weiter von der Sonne entfernt sind. Sie sind zwar viel weiter entfernt als Mond und Mars, aber ihre geringe Schwerkraft erlaubt es uns, die Katapulte viel billiger zu bauen. Ermöglicht das Senden von Sonden zum Asteroidengürtel und die dortigen Konstruktion von Habitaten. Wrapping up here. We've moved the needle. We're winning their hearts and minds. Die Tschechische Republik hat sich mit der Europäischen Union vereint. Our supporters are in place. We'll be ready for new orders soon. We are taking over! I'm here. So, dich brauche ich mal eben kurz, um unsere Interessen zu schützen. What's the op? At your service. Your orders? Kannst du eine neue Strategie festsetzen? Du machst dasselbe hier, nationale Strategie, weil dann holen wir die aus der Europäischen Union raus. Beziehungsweise, ach, Norwegen ist da gar nicht drin. Gibt Schlimmeres. So, ihr seid mit allen verbündet. Genau, das ist übrigens ein großer Fehler, habe ich am Anfang mal gemacht. Oben ist nicht das Aktivieren für die Mission, das ist hier unten in der Mitte. Oben bestätigst du alle. Einschlag durch Weltraummüll. Trümmer von jüngsten Flottenschlachten und Waffentests in erdnahen Umlaufbahn 2 sind kurz davor, auf Brennostation einzuschlagen. Zahlen. Löst die folgende Wirkung aus. Bis zu 3 Module bei Brennestation werden zerstört. Toll. Hat sich ja gelohnt, die Module aufzubauen.
Operation USA ist schiefgelaufen. Die Strafverfolgungsbehörden der einzelnen Nationen neigen leider dazu, Ermittlungen zur Entführung nach der Rückkehr vermeintlicher entführter Personen einzustellen. Uns haben jedoch immer wieder Gerüchte erreicht, dass sich die Rückkehrer auffällig oder ungewöhnlich verhalten. Ermittlungen und Befragungen durch unsere Einsatzkräfte vor Ort unterstreichen den Wahrheitsgehalt dieser Gerüchte. Dies ist besorgniserregend, da es darauf hindeutet, dass die Aliens mit den Entführungen mehr bezwecken, als nur Experimente an uns durchzuführen. Wir verfügen über eine neue Erkenntnis in Sachen Alien-Aktivitäten und darüber, wie Menschen diesen widerstehen können. Ermöglicht die Erkennung von aller Alien-Aktionen. Neue Informationen im Kodex ergänzen: Elitenfesseln, Öffentlichkeitfesseln, nicht verbündete Elitenfesseln. Die Situation ist schlimmer als befürchtet. In allen Ländern mit hohen Entführungsraten sind nun ungewöhnliche politische Trends zu beobachten. Wir haben schnelle Hinwendungen zu Alien-befürworteten Ansichten nachverfolgt und festgestellt, dass sie geografisch stark konzentriert sind und sich auf eine Weise ausbreiten, die eher Vektoren einer Infektionskrankheit als Kommunikationsnetzwerken ähnelt. Diese Veränderungen sind von deutlichen Verschiebungen in der Politik begleitet, indem hohe Beamte und Führungspersonen entweder durch Alien-befürwortende Persönlichkeiten ersetzt werden oder, was noch beunruhigender ist, plötzlich ihre Meinung ändern und ihre versöhnende Haltung bezüglich der Präsenz von Aliens auf unserem Planeten öffentlich zum Ausdruck bringen. Zahlreichen unabhängigen Berichten zufolge wurden plötzlich untypische Verhaltensänderungen bei diesen Personen beobachtet. Gemäß den Beschreibungen sind sie distanziert, gleichgültig und allen Themen außer der Beziehung zwischen Menschen und Aliens desinteressiert. Keine unserer Quellen konnte diese Veränderung erklären. Ohne stichhaltige Beweise lassen sich diese Entwicklungen nur schwer erklären. Wir greifen auf Theorien zurück, die nicht auf Feldberichten, sondern auf Science-Fiction beruhen. Unsere besten Vermutungen sind derzeit die folgenden. Die Aliens können unsere Gedanken kontrollieren, entweder über Telepathie, einen Parasiten oder irgendeine Art von fortschrittlicher Technologie. Zweitens, die Aliens tauschen die Entführten aus, entweder direkt durch eine anspruchsvolle Form der Tarnung oder über Klone. Was auch immer der Grund sein mag, wir müssen schnell handeln, um zu versuchen, die Zunahme ihres Einflusses zu verlangsamen. Die Erde befindet sich in einem Schattenkrieg und im Moment gewinnen die Aliens. Schieße die Forschung Erdverteilung ab. Wir wissen inzwischen, dass die Aliens darauf erpicht sind, für ihre eigenen Interessen menschliche Institutionen zu unterwandern und Menschen und ganze Gesellschaften zu kontrollieren, damit sie ihren eigenen Zwecken dienen. Seit einiger Zeit sprechen und diskutieren unsere Mitglieder darüber, wie wir darauf reagieren sollten. Es ist leicht, uns selbst als den Widerstand zu bezeichnen, aber wem widerstehen wir und wie? Steigert bedeutend unsere Kapazität des Kontrollpunktmanagements, ohne Einflusserhaltungskosten zu bezahlen. Verlegt eine neue Organisation in den Fraktionspool. Kostet aber auch 2500. Das ist die Weltraumbergbau, aber solange ich noch keine Sonde zum Jupiter geschickt habe, Jupiter schon zum Mond, ist das eh irrelevant. Public sentiment is increasingly with us. Mission complete. Schottland freisetzen. Ja, Gebiet könnte man abtreten. Aber es ist wieder genau derselbe Mist.
Chassis direction complete. Norwegen kann da auch nichts verändern, weil die brauchen 3 Kontrollpunkte. Vorher können die keiner Föderation beitreten, wenn ich das richtig gesehen habe. Ach scheiße. Nein! Ah ja, doch, das war okay. Das war ja Norwegen, Schweden. Policy direction complete. Warum könnt ihr nicht der EU abschwören? We'll be ready for new orders soon. Ah, oh, weil ihr... Weiß ich gar nicht. Warum komme ich nicht von denen weg? Nein. Entwicklung wäre so, okay. Industrialisierung, Modernisierung. Weil dann muss man ja versuchen, da irgendwie einen dritten Kontrollpunkt reinzukriegen. Gibt's auch Fights? Theoretisch, ja. Auch praktisch, aber zurzeit ist Fight einfach auf dem Planeten rumgammeln. So, zerbrechen wir den Einfluss von denen. Standing by. Du kannst aus irgendwelchen Gründen... Ach so, weil wir nicht genug Einfluss haben. Ja, dann ist das so. Du machst nicht das Operationsding. Surveilling target area. Man kann natürlich mal gucken, was da unten los ist. We must persuade the people. Reporting in. We'll see what we can find. Eyes up. Public opinion remains unmoved. So eine große Chance dafür und dann klappt das nicht.
The people will come to our side. Oh, haben die direkt gesichert. Target lost. Nein, ich möchte meine Armee gerade nicht einsetzen. Recon complete. Ausländische Bedrohung öffentlich machen. Gewährt uns für die Imperialen weltweit einen Zuwachs der öffentlichen Meinung. On the way to the target site. What's the op? Ihr macht das schon. Das untersuchen wir schon. Aber jetzt ist doch das Bündnis zwischen der Europäischen Union und den netten Herrschaften jedoch gebrochen. Heading to the LZ. Ready for my mission. Where do you need me? Going in hot. Okay, jetzt hast du da gar keine Chance drauf. Initiating surveillance. So, eine von den Imperialen kontrollierte Sonde wurde in Richtung Luna abgeschossen. Sie wird potenzielle Minenstandorte auskundschaften und erlaubt den Bau von Habitaten auf der Oberfläche. Was natürlich auch wieder Boostkraft kostet. Mission in progress. Weil die bauen auch alles noch nichts ab, weil es geht ja auch nicht. Weil die Forschung noch gar nicht so weit ist. I will report when my mission is complete. Mission in progress. We have got some intel on our target. Cleaning things up. We've moved the needle. So, das Xenolabor erforscht. Die Erde verteidigen. Gehen wir auf die Deep in the Earth. Wobei das dauert fast ein Jahr, die zu erforschen. Sollen die anderen die globale Forschung machen? Ich mache meine eigene Forschung. The LZ is secure. Prepping for next mission. Da ja immerhin scheint die Europäische Union ja hier zu verbinden. Im Kampf gegen die Außerirdischen. Wrapping up here.
Das ist etwas, könnten wir uns nur wünschen. So, da ist die Weltraum-, Bergbau- und Veredelung-Geschichte. Rohstoffe aus der Schwerkraft der Erde herauszutransportieren, ist das genaue Gegenteil des langfristigen Plans. Um uns weiter im Weltraum auszubreiten, müssen wir in der Lage sein, zumindest einen Teil der benötigten Materialien aus dem Weltraum zu beziehen. Zum Glück gibt es in der Nähe von Asteroiden zahlreiche Mineralien und seltene Metalle, aus denen wir Schiffe und Anlagen im Weltraum bauen können. Eisen, Kohlenstoff, Aluminium, Kupfer, Sauerstoff, Stickstoff und Wasser werden am dringendsten benötigt. Aber auch Gold und Platin werden leicht verfügbar sein. Allerdings kann man im Weltraum nicht so schürfen, wie man es auf der Erde tun würde. Zum einen können die abgebauten Rohstoffe wegen der geringen oder Mikrogravitation nicht sauber in Container gepackt oder automatisch durch die Schwerkraft nach Sorten getrennt werden. Und zum anderen können die Strukturen nicht direkt auf der Oberfläche errichtet werden. Deshalb ist die erste Methode, die entwickelt wurde, um dieses Problem zu lösen, eine ganz und gar unscheinbare. Ein System aus langen, bis zu einem Kilometer langen Kabeln und Auffangbeuteln, um die Ausrüstung auf einen Asteroiden zu befestigen und um zu verhindern, dass die abgebauten Rohstoffe einfach davon schweben. Das ist ein wichtiger Anfang, aber für eine wirkliche Großbergbau sind weitaus fortschrittlichere Lösungen erforderlich. Und die Fähigkeit, mehr an Ort und Stelle abzubauen und zu nutzen, anstatt von dem abhängig zu sein, was die Erde schicken kann. Jetzt können wir übrigens mal wirklich mal gucken, was es kosten würde, eine Station auf Luna zu bauen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die Sonde jetzt schon da war. Ne, ist noch unterwegs. Reporting in. Plus 8 Einkommen im Monat. Sowas brauche ich nicht. So, du hast eine 6% Chance, die Dame hier unten einzusperren. Standing by. We'll bring, ich versuche einfach mal ein anderes Ratsmitglied festzunehmen. Ready for my mission. What's the up? Kannst gern die amerikanischen Bemühungen weiterziehen. Ready for orders. Where to? Acknowledged. So, Interessen schützen. Hier rein. Protecting our interests. Where to? I'm here. Keine Chance, die aus der Europäischen Union da rauszukriegen. We must persuade the people. I'm here. Heading to the LZ. Ja, das sind die Habitate, die zerstört wurden. Das ist übrigens nur das Icon für das Habitat. Das andere bleibt ja kostspielig. Making things safe for our people. We'll be ready for new orders soon. Ist halt einfach bitter, dass
die Station, die ich zuerst gebaut habe, direkt von Trümmerteilen zerstört wird. Top. So, Sonde ist eingetroffen und jetzt wissen wir mehr über die verfügbaren Ressourcen vor Ort. You've got the package. Wrapping up here. So, wir haben Feind gefangen genommen. Er wird verhört. Am 5. Juni wird er freigelassen. Okay. Ich dachte eigentlich, ich würde die für meine Zwecke anwerben können. We're weaning their hearts and minds. Now as then. Territorial disputes boil down to one group of people gazing upon a new land and calculating who would need to die so they could own it. Thousands of years of purported civilization have done so little to curtail our most basic reptilian impulses. Commissioner Kiran Banerjee, speech at the United Nations. Die Militärwissenschaft beschäftigt sich seit langem mit den vielschichtigen Problemen, die bei der Anwendung von Druckmitteln auftreten können. Die bevorstehende Expansion der Menschheit im eigenen Sonnensystem und wahrscheinlich auch darüber hinaus läutet eine neue Ära von Doktrinen ein. Neben einer Flur von technologischen Innovationen müssen militärische Kommandos nun auch die Variablen berücksichtigen, die bei Einsätzen auf Welten mit anderen Regeln als unserer eigenen herrschen. Die klassische Definition von harter und weicher Macht ist in der Zeit der Kriegsführung der fünften Generation nicht mehr anwendbar. Alle Menschen-Nationen bekommen 0,5 mehr Technologie, also Militärtechnologie, das ist ja der Wert hier. The LZ is secure. Thailand hat vorgeschlagen, die Rivalität mit Kambodscha zu beenden und zur normalen Beziehung zurückzukehren. Ja, warum nicht? Acknowledged. Standing by for orders. I'm here. Securing our control. Reporting in. Aber anscheinend ist Festnehmen nur die Person eine Zeit lang festzusetzen. On target. Taking it to them. Verbrennt direkt den nächsten Ellenbestand. I will tell our story. Securing our interests. So, wir brauchen einen neuen Boost von der Erde aus, um hier eine Mission zu starten für eine Außenstation.
Ach, du willst, dass ich eine Sonde zu einem Asteroiden starte. Surveillance complete. Public opinion is moving in our direction. Du kommst in die EU nicht rein, weil es durchgehend geschützt ist. Also das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, ist wirklich irgendwie in die USA noch reinzukommen. Public opinion is moving in our direction. Unable to destroy target. Die produziert halt vergleichsweise genauso viel wie die EU. Your orders? Your orders? Ready to go. Ready for my mission. Alle Fäden in der Hand. Kann an vielen Orten unentdeckt Beziehungen spielen lassen. Plus eins auf Spionage bei Enttarnung durch andere Ratsmitglieder. Reporting in. Reporting in. So, Interessen verteidigen. Da wurde der Kontrollpunkt gebrochen. Das bedeutet, wir können den jetzt vielleicht zurückholen. Guten Abend, Flo. Zieh Jun Quinn. Du hast zuletzt öffentliche Kampagne in der UK gemacht. Beziehungsweise in Irland versuchen da auch die Schutzherrschaft versucht da reinzudrücken. Weil die öffentliche Meinung sehr hoch geht. Making our case. Where do you need me? We are going in. Making things safe for our people. Na, geht halt nicht anders. We're winning their hearts and minds. Cleaning things up. We've moved the needle. By the numbers. We have removed some tracks. Gut. Ja, wir haben zu viele Ambitionen, zu viele Nationen, deshalb verlieren wir ein bisschen an Einfluss. Das ist aber okay gerade. On my way to the capital. Securing our interests. Interessen verteidigen. Where to? Ready. Yeah.
Na komm, wenn er es schafft, 60% Chance, wäre schon super. Must persuade the people. Das ist noch von den Trümmerteilen, die da eingeschlagen sind. Animation kommt wohl erst, wenn wir uns das anschauen. Ich überlege aber gerade, dann verlassen wir Nationen, die wir nicht brauchen. Also generell schon mal. Ich wollte schon sagen, kann nicht sein, dass Brasilien ein stärkeres Raumfahrtprogramm hat als wir. Securing our control. Mach hier auch eine Modernisierung. Kernspaltungsprojekte verfügbar. Unsere Armeen haben bei Kämpfen in Felsenregionen einen erhöhten Kampfwert. Ausbildung im Gebirge. We're winning their hearts and minds. Mission complete. Ja, jetzt hat er wieder. Es ist so bitter. Warum darf ich die nicht aus der Föderation rausnehmen? Stockholm will nicht mehr in der EU sein. Aber wahrscheinlich darfst du das nicht machen, wenn hier einer von beiden Kontrollpunkten gebrochen ist. Cleaning things up. Und das ist ja leider jetzt kurz vorher passiert. Anders konnte ich mir das nicht erklären, warum das nicht geht. Und nein, er hat es übrigens nicht geschafft in den USA. Irland will ja auch nicht aus der EU. Irland ist schon aus der EU raus. Sie sind ja in Föderation mit dem Kingdom, mit dem Vereinigten Königreich. Da bin ich mal gespannt, ob man am 4. November Irland zu England hinzufügen kann. Ready. Making things safe for our people. Acknowledged. I will try to sway the puddle. Where do you need me? Standing by. We'll make our appeal. Ready to go. Acknowledged. Investigating target. Oh, wer hier rumlungert. Ready for my mission. We must persuade the people. Securing our interests. Das sind übrigens die, die Raketenprogramme. Die schießen auch manchmal eine Rakete ab.
symbolisch. Ein Alien-Stützpunkt an Monad Regio und Triton gesehen. I have new information. Prepping for my next mission. Und eine Station um Triton. We're winning their hearts and minds. Prepping for next mission. The people will come to our side. We're winning their hearts and minds. Ich möchte euch auch mal auf Modernisierung umstellen. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist wirklich die Anzahl der Kontrollpunkte abhängig von politischer Wirtschaft hier macht. Die Anzahl der Kontrollpunkte richtet sich nach der Wirtschaftsstärke der Nation. Jene Fraktion, die einen Kontrollpunkt besitzt, verfügt über loyale Anhänger. Also wenn ich die Wirtschaftsmacht steigere, sollte ja letztendlich irgendwann ein weiterer Kontrollpunkt entstehen. I will tell our story. Ready. I'm here. Da müsste China mehr haben als die USA. Nein, hat sie nicht. China und USA haben beide 6 Kontrollpunkte. Standing by for orders. Wie ist das denn, wenn ich eine Säuberung jetzt hier machen würde? Bekomme ich dann den Punkt wieder repariert? Ich werde es einfach mal ausprobieren. Terminating the opposition. Oh ne, er ist ganz woanders hingegangen. Ready for my mission. Nee, das kannst du vergessen. Die Rotans sind nicht die Aliens, sondern sind die Fraktion Menschen First. I'm here. Ready for orders. Wir müssen aber auch in Portugal unsere Interessen wahren. Ready to go. Sehe auf jeden Fall, dass alles steigt, seitdem ich also hier ist das jetzt eigentlich egal, aber wo ich Modernisierung angegeben habe, steigen jetzt auch die Produktionswerte. Where do you need me? You'll see what they're up to. Guck mal, wie die Loyalität ist. We'll make our appeal. Securing our interests. We have got some intel on our target. Ja, wie ein Ratsmitglied entdeckt.
we've moved the needle.